Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Infopart für euch. Ja, liebe Freunde, ihr werdet ja in letzter Zeit wahrscheinlich mitbekommen haben, dass relativ wenig Videos auf meinem Kanal laufen. Die Projekte laufen aus, es kommen keine neuen Projekte nach. Und ich möchte euch jetzt in diesem Video einmal kurz erklären, warum dem so ist. Im Hintergrund seht ihr ein Replay von meinem Vater aller Krater Durchgang, den ich vor gut einer Stunde gemacht habe. Und das nutze ich jetzt einfach nur, damit ich irgendwelches Bildmaterial habe und nicht einfach nur Schwarzbild. So, folgendermaßen ist es. Lady Angel sitzt übrigens auch neben mir. Ja, hi. Und folgendermaßen ist es, liebe Freunde. Lady Angel und ich, wir haben uns getrennt. Jo. Folglich muss ich mir jetzt eine neue Wohnung suchen. Lady Angel hat schon eine gefunden. Ich muss mir noch bis Ende des Monats, also bis zum 30. diesen Monats, habe ich noch Zeit, um eine zu finden. Und was auch für mich der Grund ist, weswegen es im Moment relativ wenig Parts zu sehen gibt. Also ich glaube, gestern kam der letzte Part von Neverwinter. Da wird es jetzt auch erstmal bis Ende des Monats keinen weiteren Part geben. Ein paar Parts, ich glaube zwei oder drei Parts habe ich noch von Terra. Da wird es dann auch, sobald die drei gelaufen sind, auch eine Pause geben bis Ende des Monats. Oder ich hoffe ja, dass ich bis zum 23. schon wieder alles geregelt habe. Oder ob ich hier vielleicht in der Wohnung bleiben kann, je nachdem, was der Vermieter sagt. Und dass ich dann auch wieder Internet habe. Ich werde auf jeden Fall sehen, dass jetzt komplett gar nichts mehr läuft, will ich versuchen zu vermeiden. Und ich habe ja noch zwei Projekte oder ein bis zwei Projekte auf der Festplatte, die schon komplett fertig sind, die ich aber dann definitiv für euch als Ersatzprojekt dann laufen lasse. Und davon habe ich genug Folgen, da bin ich jetzt im Moment dabei, alles hochzuladen, damit ihr da nicht ganz ohne auskommen müsst. Ich hoffe natürlich auch von euch, dass ihr da Verständnis habt, dass ich, wie gesagt, mich jetzt erstmal um die Sachen kümmern will, von wegen Wohnung finden und alles andere unter Dach und Fach kriegen. Genau, alles andere unter Dach und Fach kriegen. Das heißt natürlich auch, dadurch, dass dich Lady Angel und ich getrennt haben, dass wir auch so gut wie keine Projekte mehr zusammen machen werden. Eins wird noch kommen. Da haben wir uns auf jeden Fall zu entschlossen, dass wir das noch zu Ende führen wollen, weil da haben wir schon angefangen und es wäre echt schade, wenn wir dieses Projekt nicht mehr komplett zeigen könnten. Wobei andererseits könnte ich es auch alleine weitermachen oder ich fange nochmal komplett von vorne an, aber das möchte ich nicht, weil da haben wir schon wirklich einiges an Parts gemacht. Möchtest du noch irgendwie was loswerden? Nö, also ich werde auf jeden Fall versuchen, dass wir das Projekt noch fertig kriegen. Liegt natürlich auch ein bisschen dran, wie viel Zeit ich dann habe, so zwecks Arbeiten und so, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, nee, und wie gesagt, also ich bitte da wirklich um euer Verständnis. Seid da nicht böse, wenn jetzt nicht ganz so viel kommt. Und es geht auf jeden Fall, sobald ich meine neue Wohnung habe oder halt hier, sobald ich weiß, dass ich hier bleiben kann und das, dann muss ich ja mit Internet, Strom, Heizung, muss ich ja dann auch alles regeln, dass das halt erst alles über die Bühne geht und dann geht es ja auch definitiv wieder weiter mit den ganzen Projekten. Dann werden auch die ganzen neu angekündigten Projekte kommen. Es wird jetzt natürlich so sein, ich habe ja Ende letzten Jahres angekündigt, dass wir dieses Jahr definitiv noch Deponia machen wollten. Wir wollten noch ein Wimmelbildspiel bringen. Wir wollten Alien Isolation zu zweit bringen. Das wird jetzt alles nicht mehr der Fall sein. Es kann sein, dass die Projekte entweder komplett ausfallen. Alleine. Ja, oder ich mache sie halt alleine. Kann ich aber an dieser Stelle noch nicht so hundertprozentig sagen, wie es jetzt genau laufen wird. Deswegen lasst euch da auch überraschen. Ihr werdet ab morgen ein neues Projekt von mir zu sehen bekommen. Ab morgen dann jeden Tag um 15 Uhr für die nächste Zeit. Das werde ich auch versuchen, wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich umgezogen bin oder wo ich weiß, dass ich hier alles geregelt habe, laufen. Und wie gesagt, Ende des Monats geht es dann mit allem anderen weiter. Und die angekündigten Sachen, zumindest, ich habe ja Creativeverse angekündigt, das wird dann auch Ende des Monats, da werde ich dann richtig durchstarten. Das werde ich dann auch mit euch zusammen machen, also für alle diejenigen unter euch, die Creativeverse auch besitzen. Ich denke mal, ab dem 10. Part werde ich dann wahrscheinlich auch das Passwort für den Server, wo ich drauf spiele, veröffentlichen, dass ihr da mit mir zusammenzocken könnt. Mir ist halt nur wichtig, dass ich die ersten Parts ein bisschen alleine machen kann, ein bisschen das Spiel gucken kann, was da alles so geht. Und
dann hinterher ab Part 10 könnt ihr dann auch gerne mitmachen, wenn ihr das Spiel besitzt und braucht dann einfach nur das Weltenpasswort, glaube ich, eingeben. Ich glaube, so läuft das da in dem Spiel. Gut, das soll's von diesem Infovideo gewesen sein. Wie gesagt, ich möchte nochmal anmerken, bitte seid nicht böse, wenn jetzt die ganzen Projekte auslaufen. Ich hoffe natürlich, dass ich schnellstmöglich alles geregelt bekomme, damit es dann auch schnellstmöglich weitergeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall in diesem Sinne alles Gute, hoffe, dass für mich alles gut verläuft, hoffe, dass für Lady Angel alles gut verläuft und wir sehen uns dann spätestens Ende des Jahres mit aktuellen Projekten und Parts wieder. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane. Und ich bin Lady Angel. Wir sind für heute raus. Ciao.